Mitten in Deutschlands pulsierender Hauptstadt Berlin liegt die IB Hochschule für Gesundheit und Soziales. Ihr Träger, der Internationale Bund, kurz IB, lebt die Leitidee Menschsein stärken. Der Internationale Bund gehört zu den großen Trägern der Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland und betreut und begleitet mit über 14.000 Mitarbeitern mehr als 350.000 Menschen Jahr für Jahr. Und hat gerade auch in diesen mehr als 70 Jahren, in denen es den Internationalen Bund schon gibt, auch eine hohe Expertise entwickelt in vielen Bereichen, nicht nur sozialen Arbeit, sondern auch im Bereich der Gesundheit, der Seniorenpflege und natürlich auch der beruflichen und der gerade auch akademischen Bildung. Im Portfolio der Hochschule stehen vor allem die therapeutischen Berufe im Mittelpunkt. Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. Aber auch Studiengänge in angrenzenden Gesundheits- und sozialen Berufen deckt die Hochschule ab. Wer hier studiert, hat Zugang zu modernsten Technologien und aktuellen Forschungsergebnissen. Was die IB-Hochschule besonders auszeichnet, ist die Qualität ihrer Lehre. Wir haben über 50% der Lehrenden als Professorinnen und als Professoren. Wir haben einen großen Anteil an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Studierenden in allen Bereichen unterstützen. In kleinen Gruppen wird unterrichtet. Das ist ein großer Vorteil, denn wir haben dann die Möglichkeit, einen guten Praxisbezug herzustellen. Die Studiengänge sind sowohl ausbildungs- als auch berufsbegleitend oder als Vollzeitstudium möglich. Vom Bachelor bis zum Master bietet die Hochschule alle akademischen Abschlüsse an. Jeden Tag könnte ich theoretisch oder könnte man als Student theoretisch an Therapien teilnehmen. Man kann sowohl quasi aktuelle Themen, die in der Vorlesung besprochen werden, am Patienten, an echten Patienten, die hier aufgenommen werden, an der Hochschule verfolgen, als auch andere Fachgebiete gehen und eben dabei dann den Therapien folgen und eben sehr, sehr regelmäßig selber auch Therapien durchführen. Wir machen zweimal in der Woche selber eine Therapie. Und wir supervidieren halt mindestens auch noch mal so viel oder, wie gesagt, frei gewählt auch öfter in der Woche bei wirklich echten Patienten in echten Therapien. Auch der Austausch zwischen den verschiedenen Gesundheits- und Therapieberufen ist ein großer Mehrwert der IB-Hochschule. Viele Kurse werden interdisziplinär angeboten und fördern den Blick über den eigenen Tellerrand. Definitiv verkörpert die IB-Hochschule dieses Menschenbild, dass der Patient im Mittelpunkt steht und dass das Beste gerade gut genug ist. Dadurch, dass das Curriculum von Anfang bis Ende immer wieder gemeinsame Lehre vorsieht, sind wir damit groß geworden, dass die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen selbstverständlich und tagtäglich gelebt wird und eigentlich auch das A und O ist, um miteinander voranzukommen. Dort, wo Krankheiten und Behandlungsmethoden nicht real sichtbar gemacht werden können, nutzt die IB-Hochschule die technologischen Möglichkeiten der virtuellen Realität. Mithilfe von VR-Brillen können Studierende beispielsweise im Rettungshubschrauber oder dem STEMO, einem Schlaganfallmobil, dabei sein. Was an der IB-Hochschule praxisnah studiert wird, ist im Unfallkrankenhaus Berlin gelebter Alltag. Rund um die Uhr werden hier Notfälle versorgt. Seit vielen Jahren kooperiert das Unfallkrankenhaus Berlin mit der IB-Hochschule. Wir als Unfallkrankenhaus können sehr viel bieten. Hier ist immer was los. Die Rettungsstelle ist rund um die Uhr geöffnet. Unser CT läuft dauerhaft durch. Wir haben mehrfach am Tag den Hubschrauber auf dem Dach. Von daher ist hier viel zu sehen. Das Besondere am UKB ist das Konzept vom Gesundheitscampus. Neben dem Akutkrankenhaus haben wir eine Klinik für Geriatrie in der Nachbarschaft, wir haben eine Psychosomatik, wir haben eine eigene Prothesenwerkstatt, wir haben einen Betriebskindergarten, ein Forschungshaus und jetzt bald auch noch eine Hochschule. Grundsätzlich sind wir
total dankbar für gegenseitigen Austausch. Wir sind da total offen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, in die Bereiche reinzuschnuppern und von daher viel zu lernen. Auch international ist man von der Qualität des Studiums an der IB-Hochschule überzeugt. In Zusammenarbeit mit dem Chongqing City Management College, kurz CCMC, hat die IB-Hochschule ein Altenpflegestudium entwickelt, das jetzt in China gemeinsam umgesetzt wird. Wir haben eine generationenlange Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Pflegeberufen. Und durch die Erfahrung, die wir hier in Deutschland gesammelt haben, insgesamt als Gesellschaft, aber auch wir als Internationaler Bund, glaube ich, sind wir auf jeden Fall ein starker Partner, der das dort auch mit dem College, mit den Menschen dort in Chongqing erfolgreich entwickeln kann. Die Berufs- und Karriereaussichten für Absolventinnen und Absolventen der IB-Hochschule sind sehr gut. Das bestätigen ehemalige Studierende immer wieder. Wenn Sie Lust haben auf ein praxisorientiertes Studium mit exzellenter Qualität, kommen Sie zur IB-Hochschule für Gesundheit und Soziales.